Moin Moin Leute, da sind wir wieder und es geht mit Legion weiter, weil ich hatte jetzt extrem Bock wieder auf Legion. Legion ist einfach mein Lieblingskiller momentan. Ich habe aber etwas umgestellt und zwar spielen wir mit das dritte Siegel. Dritte Siegel sorgt dafür, dass die Survivor, die einmal getroffen wurden, keine Auren mehr lesen können. Sprich, sie sehen nicht, wenn jemand verlässt am Boden liegt, sie sehen nicht, wenn jemand am Haken ist. Das könnte uns nochmal etwas zusätzliche Zeit verschaffen. Ich habe noch nie mit dritten Siegel 3 gespielt. Wir haben mal dritte Siegel 2, aber da haben sie es immer wieder hingekriegt, sich zu retten. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es damit ist. Ansonsten Barbecue und Chili 1, Uneinigkeit 2 und ich habe als drittes, als letztes eigentlich habe ich ein anderes Perk drin. Wuhn 1, genau. Um die Gens nochmal ein bisschen langsamer zu machen. Zwar sind es nur 2 Leute, die davon betroffen sind, aber 2 ist wenigstens besser als keiner. Logischerweise. Captain Obvious. Bin gespannt, was für eine Map wir bekommen. Und dann kann's eigentlich losgehen. Letzte Runde mit Spirit war jetzt nicht so pralle, aber ich muss auch sagen, ich bin sie mit anderen Addons jetzt erstmal gewohnt. Ich hatte sonst immer stark erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit und den Schlag zum weit ausholen. Muss man noch ein bisschen klarkommen, aber ich mag es mit Spirit zu spielen. Von daher, die bleibt auf jeden Fall im Kader. Ah, okay. Da haben wir direkt 2 Stück, die da hinten dran sind. So, 2 haben wir gehittet. Dass das nicht getroffen hat. Also wirklich. Haben die jetzt meine Ruhe schon wieder? Ich versuche jetzt ein bisschen mehr auf Jagd zu gehen, anstatt direkt auf Finishen. Wenn sie wirklich so nah dran sind, dass ich mir denke, hey, die kann ich jetzt kriegen. Ja, und das ist mein drittes Ziel weg. Das ist scheiße. Ich habe echt kein Glück mit Totems. Ja, Sprintburst. Boost. Fähigkeit lädt sich wieder auf. Und da haben wir sie down. War ja leider keiner in der Nähe. Also machen wir es so. So und. What? Mein Sticker plötzlich nach links gelenkt. Warum auch immer. Das war nicht ich. Ah,
Kurzer Cooldown. Sie gehen ran. Okay, das war sie. Da hat sie gedacht, ich verfolge sie. Habe ich aber nicht getan. Und ran da. Haben wir ihn auch nochmal erwischt. Ja. Und da haben wir ihn. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Legion liebe? Wenn nicht, ich liebe Legion. Sehr gut. What? Was ist da gerade passiert? Habe ich mir gedacht, dass sie da durchspringt. Predicted, bitch! Unten. Ihr seid in meinem Gelle. Was macht ihr denn dort? Ich hab ihn erwischt. Kurzer Cooldown. Da ist er. Läuft nicht gerade gut. Sag mal, was stimmt eigentlich heute nicht? Ich stehe immer vor denen irgendwie und irgendwie geht mein Hit nicht durch. Aber ist egal. Wenn wir nochmal hier gegentreten. Ja, sollen sie ihn befreien, ist okay. Wo sind sie lang? Machen wir ein bisschen Distanz gewinnen durch den Schlag. Tja. Lass mich mit einem Killer spielen, den ich beherrsche, und es ist alles gut. Die wird wieder Böller werfen, oder?
Wo ist sie denn, die gute Nia? Da ist sie! Hi! Hi. Na? Na? Oh, damit habe ich nicht gerechnet, dass er einfach stehen bleibt. Hat es aber gut gemacht. Das muss man hier lassen. Manchmal ist es echt zum Nachteil, wenn man halt immer zum aufgeladenen Schlag ansetzt, weil dann passiert genau sowas wie gerade eben. Er hat sich jetzt hochgeheilt. Okay. Sie macht immer dasselbe und ich falle jedes Mal drauf rein. Ich brauche dich jetzt nur, um den anderen zu finden. Sans, Palette. Die ist gut. Die kann ausweichen ohne... Oh, jetzt? Okay. Sobald du T-Bagst, werde ich nicht mehr spielen. Dann bist du tot. Ich wollte unbedingt den Hit haben, um die anderen zu sehen. Potenziell. Jetzt muss ich halt sterben. Wer respektlos wird, hat Pech gehabt. Wo läuft der jetzt so lang? Wo bist du? Da bist du. Na, ist da raus. Frage ist, weiß er, wo die Hedge ist? Oh. Er ist ja direkt down gegangen, als ich ihn gerade hitten wollte.
Nö. Ich glaube, Gamer Fox Sun, das war der, der vorhin Decisive hatte, würde ich sagen. Deshalb habe ich gerade nicht das Bedürfnis, ihn da rauszuschicken. Aber kann auch täuschen. Aber der Name kommt mir bekannt vor. Und nicht im positiven Sinne. Ja. 4 Kills. 4 mit der Fähigkeit getroffen. Die tägliche Herausforderung auch geschafft. Komm, was sagen die Punkte? 8000, 8000, 8000, 7900. Ein fast perfektes Spiel. Das ist schön. Ja. Er musste halt überheblich sein, deshalb musste ich ihn halt so töten. Ich mag es nicht, wenn Leute teabaggen. Es ist einfach respektlos. Aber ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir macht Legion immer wieder Spaß. Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es weitergeht mit Dead by Daylight. Haut da rein, Leute. Schön mit Öl.